Wir schauen uns mal den Internetbrowser vom ZTE Grand X Intel an. Dazu einfach hier unten auf die Weltkugel gehen, dann lädt ihr schon die Seite. Google ist es jetzt erstmal. Das Gerät wird unterstützt von GPS, Edge, UMTS, HSDPA, HSUPA und WLAN. Und das ist die mobil angepasste Seite von Google. Wenn ihr jetzt natürlich einen neuen Link eingeben wollt oder eine neue URL, dann drückt ihr hier oben drauf und könnt hier jetzt erstmal eine Eingabe machen. Wir gehen erstmal auf www.handy-mc.de. Die Seite wurde natürlich schon noch einmal ausgewählt. Ich versuche das Ganze jetzt aber hier mal selbst zu schreiben. Und zwar, wenn ihr jetzt hier noch nicht die alternativen Zeichen eingestellt habt, dann ist das ein bisschen komplizierter. Ihr seht jetzt www.handy. So, habe ich mich vertippt. Handy. Und jetzt wollt ihr hier ein Sonderzeichen eingeben, nämlich den Strich oder das Minuszeichen in dem Fall. Dann müsst ihr hier auf die Weltkugel drücken und dann dachte ich letztes Mal erstmal, okay, und wie geht das jetzt weiter? Hier eins von eins weiteren Sonderzeichen. Wusste nicht, was ich drücken muss. Das hier ist kein Minus, wie ihr sehen könnt. Ja, die Zeichen sind nämlich dann hier versteckt. Dann müsst ihr halt nochmal da drauf drücken und dann kommt ihr hier zum Minus. Jetzt habe ich mich sogar wieder vertippt. Hier ist das Minus. So, und dann könnt ihr weitere Eingaben machen und hier müsst ihr dann wieder zurück. Ja, wenn Satzzeichen sehr versteckt sein sollten, dann wird das Gerät gut abschneiden, aber eigentlich soll man die ja sehr schnell finden und das war hier ein kleines Problem, beziehungsweise finde ich das auch nicht schön, dass die da so irgendwo versteckt sind, deswegen drückt ihr auf alternative Zeichen, dann könnt ihr die direkt aufrufen. www.handy-mc.de, warten wir mal ab und schauen, wie schnell diese Seite geladen wird. Hier oben seht ihr den Ladebalken, die Seite baut sich auf. Keine mobil angepasste Seite, ihr könnt hier per Pinschelzoom rein und rauszoomen, wie ihr könnt. Wie ihr seht, der Text passt sich jetzt hier nicht an das Display an. So, und jetzt gehen wir nochmal hier näher. So, aber ansonsten ist es eigentlich relativ flüssig. Dauert manchmal, wie ihr sehen könnt, bis sich die Seite ganz aufgebaut hat. Ist eigentlich eine relativ flüssige Bedienung und ihr könnt mit dem Gerät gut im Internet surfen, wie ihr sehen könnt. Der Text wird gut dargestellt, es wird eigentlich alles relativ gut dargestellt. Wie gesagt, dauert hier manchmal ein bisschen, bis hier alles geladen ist. Hier auf Einstellungen könnt ihr weitere Dinge vornehmen und zwar Lesezeichen speichern, Lesezeichen aufrufen, Seiten Link teilen, suchen, Desktop-Versionen, Full Offline lesen, für Offline lesen, speichern, Einstellungen beenden. Und gehen wir mal auf eine andere Seite. Indem ihr hier oben rechts drauf drückt, habt ihr die Möglichkeit, eure Lesezeichen aufzurufen. Wenn ihr auf Plus drückt, dann öffnet ihr ein neues Tab und dann könnt ihr hier zwischen den Tabs hin und her springen bzw. auch alte Tabs schließen. Gehen wir hier auf das Neue und geben mal was anderes ein und zwar eine mobil angepasste Seite. 9gag wird auch direkt gefunden, wie ihr sehen könnt. Und hier steht schon das M für mobil. Und ja, ihr seht, die Bilder, die bauen sich relativ gut auf. Dafür, dass die Seite manchmal echt ganz schön lange dauert, je nachdem, mit welchem Gerät ihr hier surft, dauert das echt manchmal, bis die Bilder alle geladen worden sind. Aber hier, das geht ziemlich flüssig, wie ihr sehen könnt. Hier seht ihr einmal den Vergleich von der Welt 2009, wo es noch kaum Smartphones gab und 2013 jeder mit Smartphone, hier die Familie Obama. Und ihr könnt natürlich noch weitere Apps herunterladen im Play Store. WhatsApp ist kostenlos, Facebook, Facebook Messenger und so weiter. Da gibt es einige kostenlose soziale Netzwerke. Hier seht ihr das einmal im Überblick, Skype, eBay, Shazam, alles Mögliche. Spiele zeige ich euch auch noch im Multimedia-Video. An sich ist das Surfen hier eigentlich relativ praktisch und ihr könnt es um einiges erweitern mit vielen Apps, die ihr kostenlos im Store findet. Schauen wir uns jetzt noch einmal kurz die Navigation an, wie die App aussieht. Ihr habt natürlich noch Google Maps. Mittlerweile habe ich die auch schon sehr, sehr oft gezeigt. Hier müsst ihr natürlich erstmal GPS aktivieren, bevor das alles funktioniert. Und dann gehen wir mal zurück und dann habt ihr hier eure Navigation, könnt ein Ziel einsprechen, nach Hause direkt abspeichern, Karte, Maschsee, wie immer zum Maschsee, ist nichts Neues und Navigation ist auch nichts Neues, habt ihr auch schon öfter mal gesehen, mehrere Einstellungen könnt ihr vornehmen und das funktioniert super, wie ihr sehen könnt.